Einen wunderschönen guten Tag. Let's go. Sales Training. N-R-O-R-O. N-R-O-R/O. No risk of rejection, no risk of objection. Eine sehr, sehr stabil aufgebaute Strategie, die wir heute umsetzen. Ja. New Client, neues Modell, neue Ausgangslagen, neue Menschen. Machen wir das. Lass mich dir das mal erklären. Hi Hans, Hans. Schön, bist du wieder da. Im IC wahrscheinlich. Nun, lass mich dir erklären, es ist ein mehr oder weniger 3-Stufen-Substufen-Prozess, den wir hier haben. Und der beginnt mit der Preparing Number One. Ja, der besteht aus 3 Teilen. Solutions Up, Get Problems und Get Qualified. Jeweils wieder aus 3 Substufen. Das erste ist noch relativ überschaubar. Learn, Realize, Results. Also du lernst was, realisierst es und hast auch Resultate. Dann brauchst du Probleme, und zwar ohne Ende. 7-2-K-2-A geben dir Probleme. Listen, damit du Probleme hörst. Und ask up. Was das heißt, möchte ich hier nicht weiter ausführen. Nennt sich 7-L-A Strategy. Get qualified, weil die subjektive Ansicht hier hat vielleicht nicht viel mit dem Markt zu tun. Handle the shit, ja. Was gibt's für Vorwände? Isolieren, justieren von deinem Angebot. Und das ist das Preparing 1, ja. So. Dann geht es weiter zu 4 mit Get Connected, also Sell the Shit, right? Da gibt es eine zweite Preparing-Formel, ja. Das sind mal die Lead-Container und Watch Out. Ja, hier könnte man noch stundenlang philosophieren, aber das Video soll ja kurz und knackig werden, ja. Das ist das Preparing 2, schon etwas näher im Markt oder Game Field. Und dann gehen wir zum Execute. Hier gibt es das OOP and Closing the Deal. Nummer 3 ist hier zuständig, dass das hier passt. 3, get qualified. Ja. Und das Coole daran ist, ja, wenn du diesen Prozess einhalten tust, ja, so, ich zeige dir mal. Wenn du diesen Prozess einhalten tust, nennt sich das N-R-O-R/O-Formel, weil no risk of rejection für deinen Client und no risk of objection for you. Also wer sich in diesem Container befindet, wird keine Vorwände mehr haben, sondern allerhöchstens noch Verständnis fragen. That's the way it goes. Sind wir unter 3 Minuten, wäre geil. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir müssen hier ein bisschen Gas geben, damit wir vorwärts kommen. Hat dir das gefallen? Lass mir ein Like da. Schreib einen Kommentar, wenn du was nicht verstanden hast. Schreib mir einen Kommentar, wenn du mehr haben willst. Und ein Herz finde ich auch immer schön. Ihr seid die Geilsten. Habt einen guten Mittag und bis später. Cheerio, Bro.